Ja, hallo, Michael Kotzer, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute CopeCard. CopeCard Anleitung. 27 Minuten. Ich bin mal gespannt, was wir in den 27 Minuten alles lernen möchten. Weil CopeCard ist jetzt nicht so kompliziert. Ne? Hat auch nicht ganz so viel Funktionen wie Digistore. Ne? Also. Und es ist für Affiliate-Anfänger, also nicht für Vendoren, weil zum Beispiel Digistore für Vendoren, da gibt es sehr, sehr viele Einstellungen, ne? Wie du dann halt Gutscheincodes anlegen kannst. Kannst du jetzt mittlerweile wohl bei CopeCard auch, habe ich noch nicht gemacht, war so vor ein paar Wochen wurde das freigeschaltet wohl, aber Digistore hat viel, viel mehr Funktionen und so. Also, schauen wir uns das einfach mal an. Ein Daumen runter. Alter Schwede, 14 Daumen hoch, 509 Aufrufe, sehr cool. 3 Tage alt ist das Video und komm, wir starten. So komplex ist das Thema nicht. Wenn du im Affiliate-Marketing richtig durchstarten möchtest, dann kommst du um einen Account bei Digistore24 oder bei CopeCard nicht herum. Allerdings habe ich verzweifelt im Internet gesucht, auch hier bei YouTube, nach einer vernünftigen Anleitung, die nicht nur sagt, ja, dann kaufst du dir und buchst du dir ein Produkt und machst dir deinen Affiliate-Link und fertig ist das Ganze. Aber wie genau du dir einen Account bei CopeCard anlegst, was du alles beachten musst, wie du deine Ach so, noch etwas. Ich war dabei beim Launch von CopeCard und ich war auch mit den Entwicklern im Gespräch. Also, Raul Pickard und so weiter. Ja, wie heißt der? René und Chris Day hat es auch noch mitgegründet. Mit Chris Day, aber mit den anderen beiden war ich in Kontakt und habe auch ein paar nützliche Tipps gegeben oder so. Ja, nur mal so als Information. Rechnungsdaten hinterlegst, ob du ein... Aber ich bin kein Mitgründer oder so, ne? Ich war nur in den Kontakt und habe ein paar Tipps gegeben und so. Es wurde auch wenig davon umgesetzt, ja. Aber ein sehr, sehr spannendes Projekt. Gewerbe anmelden musst, ob das Ganze auch schon als minderjährige Person geht, da sieht man sehr, sehr wenig Antworten drauf. Und deswegen habe ich versucht, mit diesem Video hier eine Lücke zu füllen. Wenn du also durchstarten willst als Affiliate-Marketer mit CopeCard, dann bleib gerne dabei. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. CopeCard ist eine der großen Affiliate-Marketing-Online-Anbieter Zahlungsanbieter und ein Muss, wenn du selbst Affiliate-Marketing betreiben möchtest. Wie gerade schon erwähnt, gibt es nicht allzu viele gute Anleitungen und ganz kurz, ein Muss. Nein, es ist kein Muss, wenn du Affiliate-Marketing betreiben möchtest. Ich habe 2015 habe ich angefangen, 2016 nur Geld mit eBay und Amazon verdient. Ich könnte es immer noch machen und so, also es ist kein Muss. Keine Plattform ist ein Muss. Es ist eine coole Ergänzung und digitale Produkte verkaufst du so ein bisschen anders wie halt physische Güter und so, das muss dir klar sein. Die Provision meistens bei digitalen Gütern ist ein bisschen höher, was natürlich cool ist, aber es ist kein Muss. Es gibt einige Dinge, die musst du beachten, obwohl es super, super einfach ist und ganz schnell geht, dir so einen Account anzulegen. Am besten schaust du mir jetzt direkt in den nächsten paar Minuten über die Schulter. Ich werde dich quasi mit auf meinen Rechner nehmen und einzeln durch die jeweiligen Schritte führen, die du machen musst, um mit diesem Anbieter loszulegen. Dabei werde ich viele, viele Fragen beantworten, rund um die Dinge von der Anmeldung bis zum Hinterlegen der entsprechenden Konto- und Bankverbindungsdaten bis zur Auswahl deines allerersten Affiliate-Produktes, worauf du achten musst und vor allem am Ende sage ich dir auch noch, wie du entsprechend Eins vorweg, der Marktplatz ist einfach, boah, der ist so zum Kotzen. Die tragen wohl alles ein ohne Prüfung oder so auf dem Marktplatz, das heißt sehr, sehr viel Schund. Du musst echt noch ein bisschen mehr so, also bei Digistore musst du schon gute Produkte suchen. Und viele gute Produkte sind auch nicht auf dem Digistore-Marktplatz. Aber bei CopeCard ist der Marktplatz, und das war so zum Beispiel den Raul, den habe ich das gesagt und bitte macht das bitte. Ach ja, der Marktplatz ist einfach scheußlich. Traffic kostenlos bekommen kannst. Und wenn du ganz bis zum Schluss dran bleibst, dann
gibt es sogar noch einen klitzekleinen Zaubertrick. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Den will ich haben. Wenn du Spaß am Online-Geld verdienen hast und smarten investieren, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Like für dieses Video. Und wenn du es gar nicht abwarten kannst, neue Informationen zu kriegen, dann lass mir gerne auch ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls tierisch darüber freuen. Also, du kannst übrigens über die Sprungmarken in der Videobeschreibung alles nochmal separat einzeln anspringen und mir jetzt einfach über die Schulter schauen und deinen eigenen Account in wenigen Minuten bei Copecard erstellen. Wir gehen also direkt mal auf Copecard. Für diejenigen, die nicht wissen, was genau es damit auf sich hat, das ist, so wie Digistore24 auch, ein Zahlungsanbieter, der sich unter anderem um die automatische Abwicklung kümmert, wenn du als Affiliate-Marketer durchstartest und Produkte anderer Menschen bewerben und vermarkten möchtest. Ja. Affiliate-Marketing bedeutet ja nichts anderes, als dass du Produkte anderer Menschen von ausgewählten Vendoren, steht hier, bewirbst und dafür in der Regel eine Provision erhältst. Einfach. Ausgewählte, wow, das ist aber cool. Wie als Empfehlungsmarketing. Und das kann sehr, sehr lukrativ sein. Und du brauchst jemanden und eine Plattform, die diese ganze Abwicklung technisch für dich macht. Und so brauchst du kein eigenes Produkt, sondern kannst direkt loslegen. Wie machst du das Ganze? Indem du ganz einfach auf dieser Startseite auf Jetzt registrieren klickst. Und wir machen diese Registrierung ganz einfach mal durch. Und jetzt hast du hier direkt die Möglichkeit auszuwählen, was du denn machen möchtest. Möchtest du Vendor und Affiliate sein oder lediglich Affiliate? Beides ist zunächst einmal kostenlos. Es gibt ja auch kein... Seit einem Jahr oder so ist es kostenlos. Davor hat es als Vendor wirklich Geld gekostet und ich glaube, das war sogar teuer. Ich bin dort kein Vendor gewesen am Anfang. Ich glaube, es war sogar 100 Euro im Monat oder so oder eine Jahresgebühr oder so. So haben die das Produkt gelauncht. Und dann haben sie es irgendwann auch für Vendoren kostenlos gemacht. Also es steht da zwar Prozente oder so, aber das ist nur, wenn du etwas wirklich verkaufst oder so, die Anwendung. Vorher war das egal. Du hast noch kein Produkt online, musstest erstmal Geld bezahlen. Das war nicht so cool, das Konzept, aber jetzt ist das echt cool geworden, dass du dich auch gratis als Vendor anmelden kannst. Ne? Hat vorher Geld gekostet. Keine monatliche Grundgebühr. Wenn du Vendor und Affiliate bist, dann bedeutet das nichts anderes, dass du nicht nur als Affiliate die Produkte anderer Menschen bewerben und verkaufen kannst, sondern du kannst auch deine eigenen Produkte, zum Beispiel Online-Kurse, E-Books, aber auch Veranstaltungstickets, was auch immer, als Verkäufer bei Copecard anbieten. Und nur wenn du dann etwas verkaufst, dann fallen hier diese Gebühren an, 1 Euro und 4,9% auf den Verkaufspreis. Du kannst aber, und deswegen, weil es ein bisschen einfacher einzurichten ist, mal starten mit dem Affiliate-Account und kannst den nachträglich ganz einfach hochstufen, wenn du dann beginnen möchtest, deine eigenen Produkte zu verkaufen und auf diesem Marktplatz anzubieten. Also wir starten jetzt im Bereich Affiliate-Marketing, also erstellen wir einen kostenlosen Affiliate-Account bei Jetzt kostenlos registrieren. Dann gibst du hier deine grundlegenden Informationen an, zum Beispiel deine E-Mail-Adresse. Ganz wichtig, ich würde dir empfehlen, eine Affiliate-E-Mail-Adresse für alle Portale zu nehmen, die du auch nur als Firmenadresse für deine ganzen Plattformen, du meldest dich da nicht bei Freebies an oder, sondern da kommt alles hin, weil dann wird die dann auch weitergegeben für andere, du zum Beispiel kannst deine E-Mail-Adresse ja weitergeben für die Produkthersteller. Zum Beispiel bei Digistore wirst du ja auch gefragt und so. Und dann kriegst du auch diese Abrechnung über die und dann würde ich auch nur diese Partnerschaften drüber machen. Ganz, ganz wichtig, weil es sind ja auch vielleicht ein paar Informationen für den nächsten Launch oder so. Und wenn du die dann übersiehst, weil du dann halt nur eine E-Mail-Adresse hast für alles, privat, geschäftlich, Freebies runterladen und so, übersiehst du E-Mail-Adressen. Also überall die gleiche E-Mail-Adresse und vielleicht sagt er das auch, ich würde überall den gleichen Benutzernamen nehmen. Damit du dich nicht vertust oder so, wenn du mal selbst einen Link erstellst oder so und hast dann auf einmal den Benutzernamen von Digistore eingegeben bei Copecard und so. Weil es gibt ja auch manche Vendoren, die Links zur Verfügung stellen, wo du dann noch deinen Benutzernamen eingeben musst. Und umso einfacher es ist, überall den gleichen Namen. So, und wählst ein Passwort aus. Nichts, wovor du dich fürchten musst. Es ist so einfach. Und du
kannst, wenn du möchtest, den CodeCard Newsletter abonnieren, muss aber nicht zwangsläufig geschehen. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Und wenn du auf Anmelden klickst, dann passiert Folgendes. Es wird automatisch auf Basis deiner E-Mail-Adresse ein Benutzername generiert und dieser Benutzername, der muss erstens mindestens 6 Zeichen lang sein und außerdem ist das der Accountname hier deines Affiliate-Accounts, der wird öffentlich in jedem Affiliate-Link erscheinen und diesen Affiliate-Link, den werden wir gleich auch gemeinsam noch erstellen. Also überleg dir, was hier stehen soll. Ich würde das jetzt einfach mal hier geniale Geldideen nehmen. Und auch nochmal, ich sehe das so oft, dass da kleines X, großes X, bla 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 bla, großes X, kleines X und sonst was. Umso einfacher das ist, also nur Geldideen oder so, umso weniger Schreibfehler hast du da drin. Ne? Wenn du dann halt den Link selbst erstellst und hast dann auf einmal einen Schreibfehler drin, zum Beispiel dort jetzt von Geniale das L vergessen und hast es nicht gesehen, kriegst du keine Provision. Deshalb mach das so übersichtlich wie möglich. Damit du dann auch so siehst, ah, ne, da auch bei Geldideen oder so, das E vergessen oder so, das sieht man ja auf den ersten Blick gar nicht, wenn umso länger der Name ist, umso komplizierter das geschrieben ist. Und das ist dann natürlich schon der erste Faktor, wo du einfach Geld verlierst, wenn du den Link falsch geschrieben hast und deinen Benutzername da reingekopiert hast oder so. Ne? Also, und gerade wenn die Produkte ja nicht auf dem Marktplatz sind und du hast die dann von der Partnerseite oder so, die Links, da musst du den Namen, den Benutzernamen immer noch per Hand einfügen bei Digistore und CodeCard. Ja, und dann heulst du rum. Ich habe das schon erlebt. Die geilste Sache, ein Kollege, der auch mehrere Kurse hat und so, schreibt mich an und schickt mir eine Nachricht über WhatsApp von einem seiner Affiliate. Der hat einfach eine E-Mail rausgeschickt an ganz, ganz vielen Leuten und hat das Affiliate nicht ausgetauscht. Und sagt, ey, kriege ich da trotzdem noch die Provision und keine Ahnung was. Nein, der hat einfach das Affiliate drin gelassen in diesen Affiliate-Link von der Partnerseite. Denkt daran, das auszutauschen. Okay, weiter. Möglich. Und dann kommt hier der Name rein. Da kommt natürlich dein Name rein, weil du später dich noch validieren musst, denn das Ganze funktioniert natürlich mit Rechnungen und Überrechnungen und Zahlungsverkehr und deswegen musst du irgendwann diese Validierung machen, aber zu Beginn noch gar nicht. Deswegen ist die erstmalige Anmeldung so einfach. Du kannst auch schon beginnen, Geld zu verdienen, bevor du überhaupt dein Konto validiert hast. Dann gibst du deine Telefonnummer ein. Das ist ebenfalls hinterher zur Legitimation nötig und schon klickst du auf Abschließen und alles ist erledigt. Tada! Und schon bist du direkt in deinem Account. Also schneller kann man es eigentlich gar nicht machen. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr häufig und auch viele andere empfehlen, wenn du mit Affiliate Marketing loslegen möchtest, dass du dann beginnen solltest mit CodeCard, weil bei den. Und du siehst das schon, dieses erste Produkt Copy Off, ne, da hat jemand das kopiert und mehrmals wohl in den Marktplatz reingemacht oder so. Ja, irgendwelche Split-Tests vielleicht oder so. Deshalb Copy, der Produktname dort. Ich würde dieses Produkt zum Beispiel jetzt nicht bewerben, weil da Copy Off steht. Weil du nicht weißt, ob das Produkt immer noch gut getrackt wird und wo die Verkaufsseite ist. Selbst wenn du die Verkaufsseite anschaust oder so, ist es ganz neu. Es kann ja sein, dass er das jetzt gerade testet und es nochmal umändert oder so. Ich würde dieses Produkt mit dem Copy Off nicht bewerben. Nein. Weil er irgendwie hat das jetzt schon gelistet, aber es sieht so aus, als ob es noch nicht das endgültige Produkt ist. Und der da noch ein bisschen rumbastelt. Digistore 24, der Anmeldeprozess ein kleines bisschen aufwendiger ist. Nichtsdestotrotz habe ich dafür schon ein Video gemacht. Wenn du also parallel fahren möchtest, das ist sowieso empfehlenswert, dann kannst du auch sehr gerne dir das Video zur Anmeldung und zum weiteren Ablauf von Digistore 24 einmal anschauen. Das habe ich oben rechts in der Infokante oberhalb des roten Pfeils einmal für dich verlinkt. So, wir sind aber bei CodeCard und nachdem du dich ja so fix, so einfach angemeldet hast und direkt loslegen kannst, schauen wir mal, was hier überhaupt jetzt passiert ist. Du hast oben das Dashboard, da gucken wir gleich drauf, denn noch ist da gar nichts passiert. Du hast den Marktplatz, das ist das, wo du automatisch schon hinkommst, das sind hier die Produkte. Und das sind die Produkte, die du später dann bewerben kannst. Und dann siehst du hier schon direkt, was du potenziell bekommen kannst, nämlich für dieses Online-Business-Mentoring. Wenn du dieses Produkt verkaufen würdest, dann würdest du eine Provision von 30% bekommen.
Und wie gesagt, ich würde es nicht bewerben wegen des Copy-Off. Ganz aus Bauchgefühlen. 5 Jahre Erfahrung. Aber sonst hat er recht, ne? Provision siehst du, das Einkommen, den Preis, den Vendor, ja, Stornierungsrate, Zahlungsplan und. Das lohnt sich ja schon, weil dieses Produkt 500 Euro kostet, also ein Einkommen hättest du hier von 150 Euro. Dazu aber später mehr. Wir gucken jetzt erstmal in unseren eigenen Account rein, den ich gerade angelegt habe. Das findest du hier rechts oben. Und da ist es wichtig, zunächst mal die Account-Einstellungen einmal durchzugehen. Du hast hier also deine E-Mail-Adresse, deinen Vornamen, deinen Nachnamen und gibst hier eine Support-E-Mail-Adresse an. Wenn also irgendjemand etwas von dir kaufen sollte später, wenn du selber eben nicht mehr Affiliate bist, sondern tatsächlich Vendor, also etwas verkaufen möchtest, dann ist das deine Support-E-Mail-Adresse, die öffentlich angezeigt wird. Ja, die kannst du dann dahinterlegen, wenn du eine Firma besitzt oder einen Firmennamen hast, dann kannst du ihn auch entsprechend angeben. Du solltest hier deine entsprechenden Daten pflegen. Und das war es im Grunde schon für diesen Fall. Wichtig, das ist hier auf dem rechten Bereich, habe ich gerade schon gesagt, du kannst loslegen, Geld zu verdienen sofort. Also quasi jetzt, nachdem du die ersten Einstellungen erledigt hast. Du musst den Verifizierungsprozess noch nicht durchlaufen haben. Aber spätestens dann, wenn du Geld auszahlen lassen möchtest, dann musst du das machen. Dann musst du eben verifizieren über ein entsprechendes Postident-Verfahren, dass du bist und dass du auch mit dem Konto, auf das du auszahlen möchtest, entsprechend diese Geschichte auszahlen lassen darfst. So, das ist also das Erste, das Profil entsprechend auszufüllen, deine Anschrift anzugeben und dann kommt die Frage nach der Steuernummer, wenn du da draufklickst. Das ist das, was immer sehr häufig gefragt wird, was ich auch immer wieder bei euch in der Community höre. Muss ich da ein Gewerbe für anmelden? Kann ich das auch machen, wenn ich nicht volljährig bin? Was muss ich denn hier auswählen? Und grundsätzlich ist es so, in dem Moment, auch wenn andere Leute euch häufig etwas anderes erzählen, in dem Moment, wo du beginnst mit Affiliate Marketing, dann hast du eine sogenannte Gewinnerzielungsabsicht, auch wenn du noch keinen einzigen Cent verdienst. Und das bedeutet, vor dem Gesetz musst du dafür ein Gewerbe anmelden, weil du eben damit Geld verdienen willst, auch wenn du noch keins damit verdienst. Und Affiliate Marketing, Empfehlungsmarketing, Online Marketing ist eine gewerbepflichtige Tätigkeit. Das heißt, das stimmt. Ne? Aber es ist jetzt nicht um 2 Wochen oder so. Ne? Aber ich empfehle trotzdem, schau erstmal, dass du die ersten Einnahmen generiert hast. Weil du hast nachher nach 3 Wochen keinen Bock mehr und hast ein Gewerbe an der Backe und musst dann Formulare ausfüllen fürs Finanzamt und so und Gewerbe wieder abmelden und so. Also, das reißt dir keiner den Kopf ab, wenn du das 2, 3 Wochen testest, 4 Wochen testest oder so und dann sagst, hey, jetzt anmelden. Ganz, ganz wichtig. Aber sobald du Gewinnabsichten hast, musst du ein Gewerbe anmelden vom Gesetz. Da hat er recht. Ne? Heißt, du müsstest für diese Geschichte tatsächlich ein Gewerbe anmelden. Dazu wird es auch noch ein separates Video hier auf meinem Account und auf meinem Kanal geben. In der Regel, wenn du loslegst und noch gar keine Erfahrung damit hast, dann wirst du das als eine Art Nebengewerbe machen und voraussichtlich die sogenannte Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, du bist nicht umsatzsteuerpflichtig, du musst keine Umsatzsteuer... Ganz wichtig, das solltest du dir überlegen. Das ist der wichtigste Punkt. Da solltest du mit einem Steuerberater reden und auch deine Ziele oder so. Warum? Es hat natürlich auch Vorteile, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Erstmal bekommst du die Umsatzsteuer ausbezahlt und gleichzeitig, wenn du etwas kaufst, kannst du natürlich die Umsatzsteuer absetzen, ne? Weil du bezahlst sie ja trotzdem. Du hast Klicktipp, du kaufst dir ein MacBook und. So kriegst du natürlich auch die Mehrwertsteuer zurück, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Vielleicht willst du sogar ein bisschen mehr Geld verdienen, dir ein Firmenauto zulegen oder sonstige Sachen. Keine Ahnung, wie schnell du Geld verdienst oder so. Das ist aber, ist echt entscheidend, weil das macht dann sich doch schon bemerkbar im Monat oder auch, es ist natürlich auch mehr Arbeit, Umsatzsteuer pflichtig zu sein, aber überleg dir das. Auf deinen Rechnungen ausweisen und keine Vorsteueranmeldung machen und solche Geschichten, also es ist ein bisschen einfacher buchhalterisch, du kriegst einfach Geld und das musst du hinterher in deiner Steuererklärung
angehen. Und wenn du das gemacht hast und Kleinunternehmerregelung hast, denn du wirst im ersten Jahr vermutlich noch nicht so mega viel Geld damit verdienen, dass du umsatzsteuerpflichtig wirst, gibst du hier deine Steuernummer an, die findest du auf deiner Steuererklärung oben im oberen Bereich und kannst dann hier drunter noch entsprechend deinen Kontotyp entsprechend auswählen. Wir starten ja mit Affiliate, wenn du aber irgendwann Vendor werden möchtest, dann kannst du beides machen. Dann kannst du also Produkte anderer Personen verkaufen oder deine und oder deine eigenen. Wir bleiben jetzt erstmal im Affiliate-Bereich. Ja, also ein Klick reicht. In der Regel wirst du im Kleinunternehmer sein und deine Steuernummer hier entsprechend eingeben. Hier kannst du, wenn du willst, noch das Passwort ändern. Und das war's schon. Wenn du irgendwann Geld bekommen möchtest, dann gehen wir auf das Auszahlungskonto. Und da kannst du auswählen, wie du dein Geld bekommen möchtest. Wöchentlich, alle 2 Wochen oder monatlich. Grobcard zahlt sehr, sehr pünktlich. Und du musst mindestens 50 Euro Auszahlungsbetrag haben. Du kannst auch mehr auszahlen lassen. Also wenn du... Ganz ehrlich, ich würde immer einstellen wöchentlich. Bei Digistore ist es dann halt erste Woche 5, also der 7., die erste Woche im Monat 50 Euro und dann 200 Euro mindestens, dann halt alle, also dann halt 7., 14., 21., 28., musst du mindestens 200 Euro haben. Hier ist es egal, 50 Euro. Ich würde aber wöchentlich machen. Weil du kannst das Geld ja dann schneller wieder investieren und hast es. Ne? Kannst am Anfang habe ich das einmal im Monat machen lassen und dann habe ich dann schon drauf gewartet, dass die Auszahlung wieder kommt und so. Dann dachte ich mir irgendwann mal, warum lasse ich mir das nicht wöchentlich auszahlen? Das ist sowieso immer eine große Summe. Und dann habe ich halt wöchentlich Einnahmen. Ich würde wöchentlich nehmen, ganz ehrlich. Ja, wenn du jetzt wenig Einnahmen hast oder so, ist es ja sowieso egal, weil du so 50 Euro ausbezahlt bekommst und wenn du 45 Euro drauf hast, bekommst du es nicht ausbezahlt. Aber sonst, ja. Sagst, ich verdiene so viel Geld damit und ich möchte nicht hier wöchentlich 200 Euro kriegen oder sowas, dann sagst du, ich möchte nur einmal im Monat das Ganze, aber nur, wenn ich auch mindestens 1000 Euro damit verdiene, ansonsten bleibt das Geld erstmal unausgezahlt hier bei Copecard liegen. Aber warum willst du 1000 Euro oder 950 Euro bei Copecard liegen haben? Immer auszahlen auf dem Konto, bei dir ist es doch sicherer. Also, ich verstehe das nicht. Also, ne, aber ich habe schon mal jemand gesehen, der hat dann bis zu 70.000 Euro oder so bei Digistore liegen gehabt. Über ein Jahr oder so, alle Einnahmen oder so bei 70.000 Euro oder so. Gleichzeitig ist es natürlich dann auch kompliziert. Es gibt, ja, stell dir mal vor, du hast auf einmal 70.000 Euro bekommen oder so. Deine Bank wird sich auch fragen, woher kommt das Geld und wird vielleicht ermitteln. Und das wird sehr, sehr kacke. Habe ich schon bei manchen Leuten erlebt. Also, weil das einfach zu viel auf einmal ist. Ne? Deshalb lieber immer regelmäßig ausbezahlen lassen. Und dann gibst du noch deine E-Mail-Adresse an, unter der du eine Info kriegen willst, wenn du Geld bekommst. Und du gibst das Ganze dann als SEPA-Überweisung an, beziehungsweise als weltweite Überweisung, wenn du nicht innerhalb Deutschlands lebst oder der EU. Dann gibst du den IBAN-Code ein, den BIC-Code. Dann kannst du hier noch den Verwendungszweck eingeben. Da würde ich zum Beispiel so etwas wie Copecard-Auszahlung reinsetzen, damit du dann jederzeit weißt, okay, wenn ich dieses Geld auf einmal kriege, dann weiß ich, das kommt von Copecard. Dann hast du auch diesen Bereich erledigt und unter Auszahlungen würdest du dann sehen, wann, wie. Ich habe heute eine Copecard-Auszahlung bekommen und habe eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen. Da steht auch von Copecard GmbH. Ne? Also du hast gerade bla 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 von Copecard GmbH erhalten. Also du weißt es dann. Viel in der. Warum sage ich das? Bei eBay war das jetzt so. Habe ich diese Push-Nachricht von eBay? Letzte Tage habe ich von eBay was bekommen über eine HSSB-Bank oder keine Ahnung was. Und ich dachte so, hä, wer überweist mir denn wieder Geld? Und dann, ja, dann dachte ich, okay, ist eBay. Vergangenheit schon mal ausgezahlt wurde. Und das Spannende ist, Auszahlungen auf Konten im SEPA-Raum sind kostenlos. Du musst also auch da keine zusätzlichen Gebühren erwarten. So einfach ist die Anmeldung. Du kriegst auch noch eine kleine E-Mail-Bestätigung, dass du jetzt dabei bist. Und dann kannst du schon mal loslegen. Wir gucken uns ganz kurz das Dashboard an, bevor... Also, ganz kurz. Ausstehend und Auszahlung. Du bekommst meistens nur 2-3 Tage vorher das angezeigt. Oben, du musst diesen Zeitraum auswählen.
Ganz, ganz wichtig, weil du siehst zum Beispiel jetzt hier auch, das ist immer nur für eine Woche ausgewählt oder so, oder für ein paar Tage vom 9. bis zum 12. Und ja, um die Zahlungen der nächsten Woche zu sehen oder so, ändere das Datum. Das ist ein bisschen doof gemacht oder so, dass es immer nur für 3 Tage oder so ist, weil du loggst dich ein und denkst so, ah, ich kriege keine Auszahlung, weil die ausstehenden Zahlungen kriegst du auch angezeigt. Aber wenn du jetzt dann zum Beispiel die nächsten 3 Monate, dann siehst du schon die Auszahlung, wann du laut jetzt die nächsten Auszahlungen bekommen würdest und wie viel. Und das kann nämlich dann sein, wenn du dann einen Monat eingibst, dass du dann in 2 Wochen und 3 Wochen einfach mal große Summen bekommst oder so. Aber du musst das Datum eingeben. Hat bei mir echt lange gedauert, bis das Klick gemacht hat oder so, weil ich mich immer eingeloggt habe. Denkst du, ja, da steht immer noch kein ausstehend, ne, was ich jetzt bekomme. Und bei Auszahlungen, die du bekommen hast, ist es auch so, dass da immer nur dieser Datumsbereich ist von 3, 4 Tagen oder so, aus irgendeinem Grund. Und dann musst du das auch nochmal größer einstellen, dann siehst du auch die letzten Auszahlungen. Ja. Aber wie gesagt, stell das Datum ein und dann oben auf den blauen Button klicken und dann siehst du dann halt, was du die nächsten Wochen und Monaten bekommst, je nachdem, welchen Zeitraum du ausgewählt hast. Ganz wichtig. Du mit mir gemeinsam dein erstes Affiliate-Produkt auswählen kannst und dann gucken wir uns auch an, wie du das Ganze bewerben kannst, um dann direkt mit deinem Affiliate-Business loszulegen. Also, wir gehen auf den Dashboard Ah, du und kannst Ziele da setzen. sagt. Die Ziele sind auch ganz cool. Habe ich letztes Jahr so ein bisschen gemacht und so, dieses Jahr ein hohes Ziel gesetzt oder so. Aber ich bin auf jeden Fall noch da drunter. Aber ist nur, ja, ist ein cooles Feature, aber ich krieg's entscheidend. Uns gleich, weil wir einen neuen Account angelegt haben, dass das Ziel noch nicht gesetzt ist. Und Ziele setzen ist immer ganz gut und das ist sehr, sehr angenehm und einfach bei CodeCard zu realisieren, weil du dann direkt gucken kannst, was möchte ich denn überhaupt erreichen in diesem Jahr beispielsweise und wie weit bin ich noch von meinem Ziel entfernt. Das ist echt eine ganz klasse und spannende Geschichte. Also schauen wir mal, wie wir uns unser erstes Ziel setzen können. Du möchtest ja in der Regel durchstarten. Wirst aber vermutlich nicht gleich im ersten Monat 15.000 Euro verdienen. Also gucken wir doch mal, was möchtest du im ersten Jahr verdienen? Dann würdest du hier eingeben, beispielsweise, fangen wir mal klein an, du möchtest 5.000 Euro mit Affiliate Marketing machen im ersten Jahr. Dann geben wir hier 5.000 ein. In welchem Zeitraum? Im laufenden Jahr oder in einem kompletten Jahr? Ich sag mal in einem kompletten Jahr. Und dann brauchst du hier überhaupt nichts mehr einzugeben, weil der Jahresumsatz automatisch daraus angepasst wird. Du musst hier also jetzt gar nichts Großartiges mehr anpassen. Klickst auf Ziel speichern. Und dann wird das Dashboard ganz automatisch angezeigt und ausgewertet. Das heißt also, ich habe hier einen Nettoertrag pro Jahr automatisch. Das Tolle ist, du siehst Ziel. Ne? Also, um 5.000 Euro im Jahr zu verdienen, musst du 13,70 € am Tag verdienen. Und dann siehst du immer, ob du das heutige Ziel erreicht hast oder so. Und ist sehr, sehr cool. Im blauen Bereich siehst du das. Ne? Da siehst du das Ziel 13,70 € und sagst, hey, komm, ich habe heute schon meine 13,70 € erreicht. Und wenn das immer jeden Tag 13,70 € verdienen würdest oder mehr, wärst du dann halt auf 5.000 Euro oder mehr. Ja, spannend. Und unten durch diese Kurve siehst du das dann auch noch mal ein bisschen besser. Angezeigt, dass ich als Ziel 5.000 Euro verdienen möchte und das rechnet das System ganz automatisch runter. Du hast jetzt noch 364 Tage übrig für dieses Jahr, also für diese 365 Tage, die als Jahr beinhaltet. Das bedeutet, du müsstest pro Monat 287,70 € verdienen mit diesem CopeCard Affiliate Account und heute, also an diesem Tag, wäre dein Ziel 13,70 €, wenn du linear wachsen möchtest, um dann am Ende des Jahres die 5.000 Euro zu haben. Also pro Tag 13,70 €. Ganz ehrlich, das hätte ich mir gewünscht, so bei eBay und bei Amazon am Anfang. Ja, ist ein cooles Feature, ist nicht kriegsentscheidend, aber so als Anfänger, damit du mal so siehst, hey, erreiche ich meine Ziele oder so. Natürlich wirst du nicht jeden Tag 13,70 € verdienen, vielleicht wirst du mal einen Tag 80 € haben oder so, mal einen guten Tag, dann mal wieder 0 € oder so als Anfänger. So irgendwie wird sich das einpendeln. Aber dafür gibt es ja auch die monatlichen Ziele, ob du das erreicht hast. Ja, ich finde das interessant.
40. Das ist sogar gar nicht so unrealistisch. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr musst du gar nicht wissen. Hier gibt es noch weitere Bereiche. Du kannst hier die Performance dir nochmal anschauen. Das ist aber logischerweise, wenn du noch kein Geld verdient hast, nicht so sonderlich wichtig. Und die Bestenliste, das ist immer ganz gut, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn du hier dir mal anschaust, welche anderen Menschen hier einen Account haben, und was die verdienen, dann siehst du das hier, Dimitri beispielsweise 795.000 Euro im Jahr verdient oder verdient hat. Und wenn du. Aber, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das Affiliate-Einnahmen sind oder. Ich habe mir das habe ich mir noch nicht angeguckt, großartig. Ja, ich war da schon mal drauf oder so, aber gucke ich mir nicht an. Interessiert mich auch nicht, was die Konkurrenz macht. Aber ich weiß nicht, ob das Affiliate-Einnahmen sind oder Leute, die ein Produkt haben oder so. Oder beides zusammen oder so. Keine Ahnung, wie gesagt, ist mir auch egal. Deinen Namen auf der beste Liste einschalten kannst du auch machen oder so. Kannst aber auch anonym bleiben oder so. Ja, oben ist da der Haken. Du hier erste Einnahmen machst, dann siehst du auch, an welcher Position du in der besten Liste bei Copecard rangierst. Also das ist immer ganz schön, um sich selber zu benchmarken und im Vergleich der anderen sich mal anzuschauen. Wenn du willst, dass dein Name da ankt. Es ist scheißegal. Warum? Ich sag dir, warum das scheißegal ist. Das ist einfach egal. Auch unter Affiliates. Ich habe mich noch nie mit anderen Affiliates verglichen. Warum habe ich mich noch nie, nicht weil ich dann Angst habe, mich zu vergleichen oder so, sondern weil dann, wenn die Top 10 Affiliates irgendwo sind und ich bin Platz 9 zum Beispiel, weiß ich nicht, ob Platz 8 bis 1, wie die Werbung gemacht haben. Wenn Platz 1 zum Beispiel das Zehnfache verdient hat wie ich, das ist realistisch oder auch noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, wie viel Werbeausgaben der hatte. Der kann zum Beispiel nicht einen Cent verdient haben, weil wenn er die gleiche Summe für Werbung ausgegeben hat bei Facebook oder so, hat er nicht einen Cent verdient. Das heißt, und dadurch, dass ich gratis Werbung mache und deshalb keine Ausgaben dafür habe oder so, kann ich mich nicht mit anderen Leuten vergleichen, wenn ich die Daten nicht habe. Deshalb ist es auch für mich kackegal, welchen Platz ich bin oder so, weil meine Taktik ist anders. Ich kann mich mit Leuten nicht vergleichen, die Werbung schalten. Wie gesagt, es kann auch sein, dass der sogar Verlust hat von 10.000 Euro, die Nummer 1 oder so. Der hat zwar 10-mal so viel Umsatz gemacht, aber der hat einen Verlust gemacht, weil der einfach viel zu viel Geld ausgegeben hat für Werbung. Deshalb, ich kann mich nicht damit vergleichen. Verstehst du das? Deshalb ist es mir egal. Und dann sagst du, ja, aber Michael, du bist nicht Top 1, 2 oder 3 Affiliates bei Clicktip und bei dir Kräuter und so. Ja, aber wenn die Nummer 1 Werbung schaltet, und sehr viel Werbung schaltet und ich nicht weiß, wie effektiv das ist. Das ist ja meistens David Pijulski. Braucht man überhaupt nicht, ne? Du ein netter Typ. Aber er gibt trotzdem Geld aus. Das heißt, wenn der 20.000 Euro im Monat macht oder so mit einem Partnerprogramm, weiß ich nicht, ob der 5.000 Euro, 15.000 Euro, 10.000 Euro oder 100.000 Euro für die Werbung rausgegeben haben, um die 20.000 Euro Umsatz zu machen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er dann halt immer noch Gewinn macht, aber ich weiß die Daten trotzdem nicht. Und deshalb kann ich mich nicht mit den ganzen Leuten vergleichen. Okay. Angezeigt wird, wenn du erfolgreich bist, dann klickst du diesen Haken an, ansonsten lässt du ihn nach links, dann würdest du so wie hier als anonym angezeigt werden. Und das ist alles, was du wissen musst, um direkt loszulegen. Und das machen wir jetzt mal, denn in dem Moment, wo du eingeloggt bist, hast du die Möglichkeit, über den Marktplatz zu gehen und dein erstes Produkt auszuwählen. Und das machen wir jetzt mal. Die Frage ist, welches Produkt sollst du denn überhaupt bewerben? Es sind wirklich tausende von Produkten hier bei Copecard verfügbar. Alles Mögliche. Du kannst hier durchscrollen und dir das. Und ich war vor 2-3 Tagen noch auf dem Marktplatz und ich dachte, scheiße. Ja, so ist das. Ganz in Ruhe anschauen. Vieles sind eben Online-Kurse, digitale Infoprodukte sozusagen, mit unterschiedlichsten Preisen und unterschiedlichsten Provisionen, die du dafür und du siehst, bekommst, beispielsweise zwischen. Und du siehst, die haben sehr, sehr viele Varianten und so da drin oder so. Also bei Digistore im Marktplatz zu kommen, da musst du dich genehmigen lassen und so. Die nehmen auch nicht jedes Produkt auf und so. Und hier habe ich gefühlt, kommt jedes rein oder so. Deshalb passt da auf jeden Fall auf. Ja. So, da schauen wir mal weiter.
Entweder gibt es auch feste Preise, zum Beispiel hier 5 Euro für jeden Verkauf, also keine prozentuale Provision. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu... Das wären dann nur 20%, ne? Beim 25-Euro-Produkt ist ein bisschen wenig. Ne? Ja, auch hier, Stornorate ist hoch, 9 Euro verdienen, 20-Euro-Produkt, ja, 7 Tage kostenlose Testphase, ja, vielleicht sind die 7 Tage dann kostenlos und dann verdienst du, ist das ein Monat, ist das ein Abo? Ist ja sehr oft eine kostenlose Testphase. Ja, muss man mal gucken. Wenn du die Zielgruppe hast, kann das sich auch lohnen, aber generell, ich versuche immer Produkte über 20 Euro zu finden. Es sei denn, es sind gratis Bücher oder Checklisten oder so, wo ich dann halt weiß, es gibt einen Funnel dahinter. Upsells und so weiter. Dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn das ein alleinstehendes Produkt ist, unter 20 Euro, so gut wie gar nicht. Zum Beispiel 50% oder sogar bei einigen Produkten 75% Provision zu bekommen. Das heißt, du kriegst 3/4 des Verkaufspreises und bei demjenigen, der das Produkt hergestellt hat, bleiben nur 25%. Das ist dann natürlich sehr lukrativ als Affiliate. Aber man kann dann natürlich ziemlich schnell den Überblick verlieren. Nur, dass du siehst, was denn überhaupt was bedeutet. Schauen wir uns mal hier diese Chingstars beispielsweise an. Einfach nur ein wahlloses Produkt ausgewählt. Es gibt so ein paar Kennzahlen, die interessant sind. Hier findest du erstmal die Information, was es damit auf sich hat für dich als Affiliate, was dieser Kurs beinhaltet, welche Bonusinformationen es gibt, was der ganze Spaß kostet. Und auf der rechten Seite dann deine Provision. In diesem Fall wären das 50%. Weil das Produkt nur 19,95 kostet, würden knapp 10 Euro dann Einkommen bei dir bleiben. Jetzt könntest du sagen, okay, Stimmt ja so auch nicht, ne? Also wenn das nur 19,95 Euro kostet, inklusive Mehrwertsteuer und 1 Euro Gebühr und 5% Gebühr und so weiter runter, ich würde mal sagen, es bleiben nur 6 Euro oder so. Also, ganz, ganz wichtig, würde man sich auch nochmal überlegen. Also wenn das inklusive Mehrwertsteuer 19,95 kosten würde, bleiben da bei 50% vielleicht 6 Euro oder so übrig. Vielleicht 7 Euro maximal. Weil ja, du musst die Mehrwertsteuer runterrechnen, die Gebühren und so weiter. Ja. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Der ganze Spaß kostet 19,95. Die Conversion-Rate liegt bei 62,1%. Das ist extrem viel. Also diejenigen, die das sich in den Warenkorb legen, dieses Produkt, die kaufen das dann auch, und zwar 62% von den 100. Das wissen wir aber auch nicht direkt, weil das ist hier von Damian Richter. Der ist ja bekannt. Das heißt, wenn er dann an seine Liste an Leute auch schickt, die ihn schon kennen oder so, er hat das im YouTube-Video oder so, ist das eine andere Conversion Rate, wie wenn du da kalten Traffic drauf schickst. Also wir wissen da gar nichts drüber eigentlich. Es ist für mich als Affiliate nicht das Wichtigste oder so. Ja, weil wir wissen jetzt nicht, hat der jetzt eine E-Mail rausgeschickt, exklusiv erstmal für das Produkt und hat das vorher angekündigt in einer E-Mail und die Leute waren heiß drauf, das zu kaufen und. Prozent, die da drauf sind, kaufen. Das ist also weit über die Hälfte, ist schon gut. Allerdings eine relativ hohe Stornorate. Das muss man sich überlegen, aber dafür hast du eine sehr, sehr hohe Conversion. Das wäre also ein Produkt, von dem man sagen könnte, okay, ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn jemand sein Brand aufbauen möchte und du kennst dich aus in diesem Bereich und möchtest... Aber wir wissen jetzt auch nicht, ob das ein Abo-Produkt wird. Abo-Produkte werden immer gekündigt. Also ein 20-Euro-Produkt könnte auch ein Abo-Produkt sein. Weil bei Exklusivbonis ein Gruppen-Zoom-Call pro Monat, das hast du nicht beim Einmalpreis. Also, Abo, da steht sogar, Zahlungsplan Abonnent. Ich bin auch blöd, ne? Siehst du das? Hier hinter meinem Kopf, ich hab's da, Abonnent. Also, du verkaufst ein Abo-Produkt, da. Hä? Siehst du das? Abonnent. Es ist keine Einmalzahlung. Ich hab's nicht gesehen. Es ist ein Abo-Produkt. Und ein Abo-Produkt wird immer storniert. Warum? Es gibt Leute, die holen sich das 3 Monate, 6 Monate. Also, dass ein Abo-Produkt irgendwann mal gekündigt wird von jemandem, ist normal. Aber du verkaufst es einmal und hast dann 1, 2, 3, 4, 5 Monate, wenn du Glück hast. Vielleicht. Also, ich habe das auch schon, Abo-Produkte, wo ich 2 Jahre Geld verdiene. Einmal verkauft, 2 Jahre Provision. Und du hast dann 2 Jahre lang jeden Monat die Provision auszahlen. Es ist, wie gesagt, Abo.
Warte, ich gehe, ja, komm. Hier bin ich. Da siehst du es, Abonnent. Das ist nämlich nochmal etwas anderes, wie wenn das ein Einzelverkauf ist. Also beim Abonnent für 20 Euro von jemandem, den man kennt, das ist schon ein interessantes Produkt. Er hat ja Fans und du kannst es gut promoten. Ja. Das Produkt gerne bewerben, könnte man mal ausprobieren. Aber wie findest du das richtige Produkt? Ich empfehle immer, Dinge zu vermarkten, die ich selber erstens verstehe, zweitens selbst getestet habe, also mir also selbst quasi gekauft habe von dem entsprechenden Vendoren, und drittens, ich möchte und muss einen persönlichen Bezug dazu haben. Ja? Wenn ich ein kleiner, dicker Mensch bin und noch nie versucht habe, abzunehmen, dann werde ich es schwer haben, tatsächlich authentisch und überzeugend einen Schlankmachkurs oder einen Bodybuilding-Kurs oder Muskelaufbaukurs zu verkaufen. Ja, also das sollte schon irgendwas sein, wo du etwas persönlich mit anfangen kannst, denn dann macht es erstens mehr Spaß, das zu verkaufen, und zweitens wirst du definitiv dann erfolgreicher mit der Vermarktung so einer Maßnahme sein. Du kannst aber auch ganz einfach hier oben entsprechend filtern nach dem Erstellungsdatum, nach der Conversion-Rate ist das automatisch eingestellt, oder auch nach der Höhe der Provision, die du bekommst für so eine Geschichte beispielsweise. Und eine sehr hohe Provision kriegst du hier fürs Qualifizierungsgespräch. 100%, 100 Euro, sowas gibt es also auch. Aber da würde ich erstmal Abstand von nehmen, sondern eher dann etwas kleinere Sachen nehmen. 95%, aber das gibt auch nur 2,84 Euro, also auch ein bisschen wenig Geld, was du dafür erhältst. Warum ist das so? Weil die Menschen, die sich diese Produkte hier veröffentlichen, dafür bekommen möchten, dass du... Weil die meistens keine Ahnung haben, die diese kleinen Produkte für 2 Euro promoten. Welcher Marketer hat ein Produkt für 2 Euro? Meistens nicht. Also, das sind meistens Anfänger. Na, ganz ehrlich, auch 90%. Weil mich juckt die 90% auch nicht. Das sind andere Sachen. Ich promote lieber ein Produkt, wo ich 50% verdiene und weiß, da ist ein Funnel dahinter, wie 90%. Mich jucken diese 90% gar nicht. 50% ist cool, wenn ein Funnel cool ist, wenn die Verkaufsseite cool ist und. Und alles andere ist dann nebensächlich. Und wenn das Produkt scheiße ist und der Funnel ist und du verkaufst es nicht einmal, dann ist es auch kackegal, ob du 10% bekommst oder 90% oder 50%. Du kannst es sowieso nicht verkaufen, weil das Produkt kacke ist und die Verkaufsseite ist kacke und der Funnel ist kacke. Ah. Ihre Liste quasi aufbaust, und deswegen schenken sie dir 2,84 Euro quasi für den Lead, den sie generieren, wenn du eine, ja, Person auf diese Landingpage bringst. Das hier sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Da ist die Conversion-Rate relativ niedrig im Vergleich zu gerade, aber die Storno-Quote auch nicht so groß, obwohl das Produkt... Das ist aber eine Einmalzahlung, das da vorne war ein Abo-Produkt. Ne? Nur mal so, Abos werden immer gekündigt nach ein paar Monaten. Wir wissen nicht, wie lange das Produkt online war oder so. Jedes Abo-Produkt hat eine Storno-Quote. Es gibt ja keiner, der Abos kauft und behält die monatelang. Also nochmal ganz wichtig, das hat er übersehen. Das ist eine Einmalzahlung, ein Einmalprodukt. Ja, und gleichzeitig iOS, Soforthilfe, Mystery, keine Ahnung, was das ist. Ja. Ganzen Dach, auch bekannt als Facebook-Ads, Geheimwaffe. Ach, das ist das Produkt mit dem Tracking. Ah, okay, habe ich auch schon mal gesehen, dass das jemand beworben hat. Hochpreisig ist. Ja? Also wenn jemand Probleme mit iOS hat, mit seinem Apple-Gerät, dann kann er sich diesen Kurs... Nein, das ist doch Tracking. Ne? Einfach Kampagnen bauen und so und dann Tracking. Das ist keine Probleme mit iOS. Der hat das gar nicht geguckt. Das ist kein iOS-Kurs oder so, wenn du so Probleme hast. Das ist etwas für Facebook-Ads. Wenn du denkst, hey, Tracking funktioniert ab iOS 14 nicht mehr. Ja, und Facebook-Ads. Also. Kaufen und du kriegst 90% Provisionen. Das bedeutet, bei 97 Euro Produktpreis bleiben 87,30 Euro. Na, also Black Hat Tracking steht da auch noch bei. iOS 14 sicher und so. Das ist kein Soforthilfekurs, wenn du iOS-Probleme hast. Deshalb, das ist auch das Problem, wenn du Affiliate bist und findest das falsche Produkt für die falsche Zielgruppe. Du machst ein Video, hey, ich helfe dir jetzt bei deinen iOS-Probleme. Dann verkaufst du dieses Produkt nicht. Aber wenn du jetzt sowieso Facebook-Experte bist mit Ads oder so und bewirbst dieses Produkt, ist es was völlig anderes. Der zweite Fehler. Okay.
Cent bei dir hängen. Wie sieht das Ganze aus? Nur als Beispiel, wenn du dich auch so ein bisschen mit IT auskennst und Apple jünger bist, dann kannst du das vielleicht auch. Wenn du Facebook-Experte bist, das solltest du bewerben. Okay. Sehr, sehr überzeugend vermarkten. Es gibt eine Verkaufsseite, die kannst du aufrufen. Das ist die Seite, die du dann vermarkten kannst. Das ist also ein Training davor geschaltet und da in diesem Training wird dann entsprechend vermutlich dieses Produkt dann verkauft. Die Checkout-Seite, das ist die Bezahlseite, die wird generiert von... Da stand auch noch ein ganz groß Facebook-Ads und so. Der liest es einfach nicht vor. Also er ignoriert es einfach. Ich gehe noch mal eine Sekunde zurückkommen. Jetzt machen wir hallo Maus, wo bist du? Hallo Maus, wo bist du denn? Hä? Hallo? Maus, wo bist du? Schon wieder Akku leer oder was? Schon wieder Akku leer? Nein. Ach, eine Sekunde zurück. Gehen wir mit dem Touchpad. Und 30 Cent bei dir hängen. Wie sieht das Ganze aus? Nur als Beispiel, wenn du dich auch so ein bisschen mit IT auskennst und Apple jünger bist, dann kannst du das vielleicht auch sehr, sehr überzeugend vermarkten. Es gibt eine Verkaufsseite, die kannst du aufrufen. Das ist die Seite. So, und da steht nochmal ganz, ganz oben, Anzeigen, kugelsicher machst und so weiter. Also, Facebook-Ads trotz iOS 14 Update und so, also steht da sogar noch. Und wenn du als Affiliate dann das Ding bewirbst und machst ein Video oder machst einen Text, hey, du hast Probleme mit iOS 14, mit deinem Handy und bla bla bla, dass du da nichts verkaufst, ist ja wohl kugelsicher. Kugelsichere Ads, Schritt für Schritt planen. Ja, keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich mache ja keine Ads, ich bin kein Ads-Experte. Aber das Ding würde ich jetzt bewerben für Leute, zum Beispiel auch in meiner Liste, ne? Damit sie ja wieder Geld verdienen, dass das Tracking funktioniert und so. Okay, schauen wir weiter. Die du dann vermarkten kannst, das ist also ein Training davor geschaltet und da in diesem Training wird dann entsprechend vermutlich dieses Produkt dann verkauft. Die Checkout-Seite, das ist die Bezahlseite, die wird generiert von Copecard und die sieht so aus, wenn also jemand dann hinter das Produkt kaufen möchte, dann sieht er, so sieht das Ganze aus, da gibt er seine Informationen ein, hier steht, was der ganze Spaß kostet und dann kann das Ganze schon losgehen und sobald jemand dieses Formular ausfüllt und dieses Produkt bestellt, dann bekommst du die Provision in Höhe von 87,30 €. Wenn du so etwas bewerben möchtest, wie machst du das? Ganz, ganz einfach, du klickst nur auf Bewerben. Also einfacher geht es nicht, um so ein Produkt zu bewerben. Ich klicke auf Bewerben. In dem Moment ist automatisch der Affiliate-Link kopiert. Das ist der Link. Und eigentlich, ich glaube, ich wurde auch fast immer freigeschaltet. Es ist nicht so wie bei Digistore, wo dann Leute im Marktplatz sind und du wirst niemals freigeschaltet für das Produkt. Niemals wirst du freigeschaltet. Da steht zwar, hey, in 2-3 Tagen wirst du freigeschaltet oder so. Nein, du wirst niemals freigeschaltet. Ich habe da Produkte, die gibt es jetzt wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil ich mich da vor Jahren angemeldet habe. Ich wurde nie freigeschaltet als Affiliate. Und ich wurde auch nie gefragt, wer bist du überhaupt? Weil die wissen das ja manchmal nicht durch den Vendor-Namen oder so, wer ich dann bin oder so. Aber, oder wo willst du das Promoter, also die melden sich noch nicht mal, um zu sagen, hey, ich will nur gute Affiliates, könnte ich auch verstehen. Ist auch eine gute Taktik zu sagen, ich will nicht jeden als Affiliate, aber du wirst trotzdem nicht freigeschaltet. Ganz, ganz selten. Und bei Copecard ist es halt anders. Eigentlich wurde ich da fast immer freigeschaltet. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich ja großartig nicht freigeschaltet wurde. Der eingegeben werden muss und jeder, der auf diesen Link klickt, der kommt auf diese Landingpage. Und wenn dann jemand über diesen Link dieses Produkt bestellt, dann bekommst du die Provision. So funktioniert Affiliate. Und wenn du aber vorher sagst, ey Leute, du hast Probleme mit deinem iOS-Handy, Softwareprobleme und so, kauf dir das Produkt. Und jemand kauft das dann, weil der auf deinen Ratschlag gehört hat, auf deinen Ratschlag. Und der sieht dann auf einmal, das ist ein Facebook-Ads-Kurs. Dass es dann eine Storno gibt, dass jemand sagt, Alter, der Affiliate hat aber gesagt, das soll ich kaufen, wenn ich iOS-Probleme habe. Dass es dann eine Storno-Quote gibt, weil der Affiliate einfach Bullshit erzählt hat, dürfte ja auch klar sein, oder? Oder? Ist doch ganz klar, oder? Der Affiliate hat Scheiße erzählt, deshalb gibt es eine Storno-Quote. Wenn du sofort gesagt, hey, du willst Geld verdienen mit Facebook-Ads und hast da Sorgen und so und kauf dir den Kurs oder so, das ist was völlig anderes. Also, umso besser der Affiliate auch seine Arbeit macht, umso geringer ist auch noch die Stornoquote.
Marketing. Jetzt ist dieser Link sehr, sehr lang und kryptisch und da steht dann auch noch deine Affiliate-ID drin. Deswegen würde ich immer vorschlagen, den zu kürzen, dass er nicht ganz so lang ist, zum Beispiel mit einem Produkt wie beispielsweise Bitly. So sieht das Ganze aus. Dazu noch mal etwas. Ihr wisst, keine Bitly-Links nehmen. Also ja, wenn ihr einen Link mal habt oder so, irgendwas, könnt ihr das mal mit Bitly kürzen. Also, aber wenn ihr Affiliate-Marketing macht, habt die Links überall unter YouTube-Videos da, in Foren oder so, macht eine eigene Weiterleitung über eure Domain. Sowas, was ich euch im JetSet-Affiliate-System beibringe. Warum Bitly hat mir Tausende von Euros gekostet, vielleicht 10.000, 20.000 Euro hat mir das Bitly-Tool schon gekostet in der Vergangenheit, weil ich das benutzt habe. Warum? Zum Beispiel, du nimmst jetzt die Bitly-Links, hast die überall verteilt im Internet. Du weißt nach einem halben Jahr nicht mehr, wo du das überall gepostet hast. Der Vendor zieht jetzt von Copecard nach Digistore und du musst die ganzen Weiterleitungen ändern. Wie machst du das denn mit Bitly? Ja, du musst dann halt sehr viel Zeit investieren, gucken, wo habe ich überall den Bitly-Link, weil der wird ja immer noch nach Copecard, der ist gar nicht mehr bei Copecard. Wird aber weitergeleitet, dann kriegst du im schlimmsten Fall eine Fehlermeldung. Du kriegst keine Provision, weil du die Links nicht ganz einfach weiterleiten kannst. Aber wenn du das über deine eigene Domain machst zum Beispiel, tauschst du einfach in deinen WordPress-Account im Backend, tauschst du einfach die Weiterleitung aus und sagst einfach, jetzt lösche ich den Affiliate-Link von Copecard und nimm den Digistore-Affiliate-Link und du verdienst immer noch Provision und brauchst die Links auf den ganzen Plattformen unter YouTube-Videos, im E-Mail-Marketing von nirgendwo austauschen. Und ich war in Venedig und habe dort tagelang gearbeitet, um diese Scheiße zu korrigieren. Hab mir meinen ganzen Venedig aufheizt. Ich war 2 Wochen in Venedig, davon habe ich über eine Woche, glaube ich, über eine Woche jeden Tag ein paar Stunden Links ausgetauscht und so und habe nach einem halben Jahr in meinen eigenen E-Mail-Marketing-Funnel immer noch fehlerhafte Links gefunden, wo ich doch dann da mal einen Textlink mit Bitly gemacht habe und. Mach das nicht. Kein Bitly benutzen. Am besten sofort gar kein Bitly benutzen. Und dann ist es auch gut. Punkt LY. Und wie machst du das? Du gibst einfach, es kostet komplett kostenfrei, hier deinen Originallink ein. Ja, und du siehst, der ist jetzt ziemlich lang und komplex. Und klickst dann einfach nur auf Shorten. Und das ist der fix und fertige Link. Den empfehle ich dir hier raus zu kopieren und dann entsprechend zum Beispiel in eine Excel-Tabelle einzutragen, denn du wirst vielleicht nicht nur ein Produkt, sondern mehrere bewerben wollen, damit du da nicht durcheinander kommst. Also das ist der Link, der an auf diese Webseite führt zum Trick. Und ich bin ja gerade bei Pinterest dran, ne? Voll der Pinterest-Experte und so. Wie viel Pinterest-Pins oben gelistet sind, und ich klicke da drauf und komme auf einer 404er Seite oder die Links funktionieren nicht mehr. Weil die teilweise auch Bitly-Links benutzt haben und so. Ja. Oh, jetzt sind wir wieder beim Workshop. Aber das ist so. Wie oft hast du auf Links geklickt und so, weil die Leute einfach kein Link-Management haben und so. Und die Leute kommen, du hast kein Traffic-Problem, du hast meistens einfach nur ein Dummheitsproblem. Training anmelden und wenn jemand dann dieses Produkt kauft, dann bekommst du die Provision. Soweit. Die Soforthilfe für iOS. Wir haben gelernt, wie einfach man sich registrieren und anmelden kann, wie einfach das Dashboard zu handhaben ist und wie du dein erstes Affiliate-Produkt auswählen kannst, worauf du achten solltest und wie du dann entsprechend deinen Affiliate-Link generierst, kürzt und dann entsprechend einsetzen kannst. Jetzt kommt die große Frage, wie kriegen wir denn Traffic und wo kriegen wir Traffic her? Wie schaffst du es, diesen Affiliate-Link bei möglichst vielen Menschen zu platzieren, die sich auch noch für dieses Thema interessieren? Und okay, aber wie gesagt, dieses Thema, ne? Du musst schon wissen, was das für ein Produkt ist, was du promotest und das auch kapiert haben. Sonst wird es schwierig. Ich würde einfach mal dran kommen. Findest du auf meinem Kanal schon eine ganze Menge an Informationen? Ja, okay. Traffic ist ein anderes Thema. Wir wissen jetzt erstmal Copecard. Das ist ja keine Affiliate-Komplettanleitung, aber wie gesagt, den richtigen Kunde zum Produkt leiten. Dafür das Produkt verstehen, halbe Miete schon mal. Das Tracking der Links auch vernünftig machen, dass du auch die Weiterleitung ändern kannst oder so, weil, stell dir mal vor, du hast so einen Pin bei Pinterest, der einfach viel Traffic generiert jeden Tag oder du hast einen Link bei gutefrage.net oder so untergebracht. Bitly-Links sind da sehr schwierig oder so, werden sehr oft gelöscht. Aber über eine eigene Domain geht das schon ein bisschen besser.
Und der Link bringt dir jeden Tag Traffic oder so. Und du weißt überhaupt nicht, wo die ganzen Links überall sind oder so im Internet, weil du einfach Online-Marketer bist und machst das jeden Tag 8 Stunden. Weißt du nach einem halben Jahr nicht mehr, wo du das Produkt gepostet hast oder so. Wenn du das über deine eigene Domain machst, leitest du einfach um und verdienst weiter Geld. Selbst wenn es das Produkt nicht mehr gibt, könntest du ein ähnliches Produkt suchen und die Links austauschen und leitest die Leute auf ein ähnliches Produkt. Selbst wenn du kein ähnliches Produkt mehr findest, löscht den Copecard-Link bei dir im Account und setzt einfach deine Startseite von deinem Blog dort rein und alle Besucher kommen zu deiner Startseite. Also du hast lebenslang kein Traffic-Problem mehr, wenn du es vernünftig machst. Und keine 404er oder so Meldungen und sonst was, die Kunden hauen ab oder so. Nein, du sagst einfach, hey komm, die ganzen, so mache ich das auch. Die ganzen Produkte, die ich vor 2, 3 Jahren promotet habe oder so, die leite ich teilweise auf Startseiten oder so von Blogs oder so weiter. Vielleicht, wenn das sogar themenrelevant ist und fertig. Im schlimmsten Fall leitest du die Leute einfach auf einen Link von, weil du vielleicht ein Buch zu diesem Thema findest bei Amazon oder so, leitest du auf einen Amazon-Link weiter, wenn du sagst, ey, es gibt kein Copecard-Produkt mehr dazu, zu diesem Thema, kein Digistore-Produkt mehr oder so. Leitest du einfach auf die Startseite zu Amazon weiter oder wert, es gibt ein Buch zu diesem Thema bei Amazon, leitest du dahin weiter. Kannst du auch immer noch ein paar Euro von, ja, besser wie gar keine Cent zu verdienen. Oder du sagst, hey, ich habe da extra eine Landingpage für gebaut. Das Produkt ist zurzeit nicht verfügbar, trag deine E-Mail-Adresse ein, wir melden uns und trag dich für den Newsletter ein. Kannst du gleichzeitig über fehlerhafte Links noch Newsletter-Anmeldungen generieren? So ist das. So funktioniert Affiliate-Marketing. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin der Rucksackunternehmer und ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.